und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es speziell um Analogfotografie und ich zeige euch 5 Gründe, warum ihr das auf jeden Fall mal ausprobieren müsst. Zur Analogfotografie bin ich schon recht früh gekommen. Ich habe zwar mit der digitalen Fotografie angefangen, aber ich wollte direkt mehr. Das heißt, ich habe mir direkt eine analoge Kamera gekauft und zwar nicht eine ganz normale Kamera, wie ihr die auch kennt, sondern direkt eine zweiäugige. Und zwar ist es eine Mittelformatkamera. Das heißt, der Film ist größer, es kommen am Ende natürlich auch weniger Fotos raus. Und was mich aber daran so fasziniert hat, war das Format. Und zwar ist es nämlich ein quadratisches Format. Ich könnte sagen, ich habe schon vor, es überhaupt Instagram gab, quadratisch fotografiert. Ich fand es also schon damals total spannend, was man mit der Analogfotografie machen kann, inwiefern es sich zur digitalen Fotografie abhebt. Und das möchte ich euch heute auf jeden Fall einmal näher bringen und erkläre euch heute in 5 Gründen, warum ihr auf jeden Fall mit der Analogfotografie anfangen solltet. Mit der Analogfotografie kannst du deinen ganz eigenen Look kreieren. Und zwar ist es dieser spezielle Filmlook, den du echt schwierig mit Photoshop oder Lightroom nachmachen kannst. Man kann es natürlich versuchen, ich habe es auch schon oft genug versucht. Man kommt irgendwie in diese Richtung, aber trotzdem durch die Analogfotografie, durch den Film, hast du nochmal so ein ganz eigenes Gefühl. Du weißt also, das kommt aus einem Filmstreifen, das hab ich belichtet mit meinen eigenen Händen und es ist genau so aus der Kamera gekommen, wie ich es in meinen Händen halte. Das heißt, du brauchst auch gar keine Nachbearbeitung und hast deinen eigenen speziellen Filmlook kreiert. Je nach Filmtyp und Equipment ist es natürlich immer ein anderer Look, also es kann sich auch verändern, variieren, kommt natürlich auf den Film an, kommt auf die Marke an. Da hat man auf jeden Fall relativ viel Spielraum. Man kann aber so sein eigenes Ziel finden und kreieren. Mit der Analogfotografie hebt ihr euch auf jeden Fall von anderen Fotografen ab. Gerade in der heutigen Zeit, wo viele sogar mit ihrem Smartphone fotografieren, ist die Analogfotografie, ich sag mal, eine Nische. Klar wird es immer wieder mehr, genauso wie immer mehr Leute wieder Schallplatten hören, fotografieren natürlich auch immer mehr Leute wieder analog. Trotzdem, viele fotografieren digital, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Viele fotografieren aber auch mit dem Smartphone und gerade dazu kann man sich auf jeden Fall abheben. Und ja, wie schon in Punkt 1 genannt, man kann seinen eigenen Look kreieren, seinen eigenen Stil kreieren. Und das hebt dich auf jeden Fall von anderen Fotografen ab. Die Analogfotografie hat auch ihre ganz eigene Qualität. Das heißt, die Qualität der Analogfotografie ist in den meisten Fällen sogar besser als in der digitalen Fotografie. Man muss sich natürlich vor Augen halten, ein Bild aus einer analogen Kamera, aus einer Kleinbild-analogen Kamera, hat die gleiche Größe wie ein Bild aus einer Vollformat-Digitalkamera. Das heißt, ja, der Sensor hat ungefähr dieselbe Größe und somit hast du natürlich dieselbe Qualität wie aus einer Vollformat-Digitalkamera. Hier gibt es natürlich preisliche Unterschiede, also eine Vollformat-Digitalkamera kostet tausende Euros und eine alte analoge Kamera, die kriegst du vielleicht gebraucht für 100 Euro. Des Weiteren haben die Objektive meist eine viel bessere Blende, das heißt, dass du eine viel größere Tiefenschärfe generieren kannst als in der Digitalfotografie. Ich habe lange Zeit auch mit einem alten Objektiv an meiner Digitalkamera fotografiert. Das ist teilweise sogar auch möglich. Und ja, hatte dabei eine Blende 1,7, glaube ich, war es. War damit lange Zeit zufrieden. Habe jetzt aber vor knapp einem Jahr oder so, habe ich mal richtig viel Geld in die Hand genommen und mir ein richtig gutes Objektiv in meine Digitalkamera gekauft. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied jetzt gewesen zu einem alten Analog-Objektiv. Aber trotzdem, wenn man gerade mit der Fotografie anfängt und da einsteigen möchte, dann hilft es auf jeden Fall schon mal, sich mit der alten Materie zu beschäftigen bzw. dieses alte Equipment auch mal auszuprobieren. Kommen wir zu meinem Lieblingspunkt. Du wirst auf jeden Fall ein besserer Fotograf werden. Ich habe, wie gesagt, relativ früh mit der Analogfotografie angefangen. Habe mich gerade erst mit der Fotografie generell beschäftigt und bin dann zur Analogfotografie gekommen. Du hast auf jeden Fall einen komplett anderen Bezug nochmal zur Fotografie. Das heißt, du
kannst die Technik dahinter verstehen. Du lernst, wie alles zusammenspielt, wie Blende, Tiefenschärfe, Verschlusszeit, wie das alles zusammenspielt, funktioniert. Und du wirst auf jeden Fall am Ende ein besserer Fotograf werden. Allein schon, weil der ganze Prozess der Analogfotografie alles entschleunigt. Du musst dir vorstellen, du hast 36 Bilder in einem Film. In der Digitalfotografie, keine Ahnung, passen tausende Bilder auf deine SD-Karte, kommt natürlich auf die Größe an. Aber in der Analogfotografie hast du 36 Bilder auf einem Film. Das heißt, du musst dir wirklich vorher überlegen, okay, wie soll das Bild aussehen? Was möchte ich erreichen? Welche Einstellungen muss ich machen? Also du setzt dich wirklich mit jedem einzelnen Bild auseinander und das hilft dir auch einfach zu verinnerlichen, okay, Fotografie ist nicht einfach nur rumknipsen, Smartphone aus der Tasche holen und einmal ein Foto machen, sondern es ist einfach viel mehr, es steckt viel mehr dahinter. Du setzt dich mit jedem einzelnen Bild deutlicher auseinander und am Ende bist du wirklich stolz auch auf das, was du geschaffen hast, wenn du siehst, okay, krass, genauso wollte ich das Bild haben. Oder vielleicht auch in den anderen Fällen so, okay, das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich es haben wollte, aber dann lernst du natürlich auch aus deinen Fehlern. Und das hilft dir auch später in der Digitalfotografie, die ganzen Sachen besser zu verstehen, dich wirklich auf das Bild einzulassen, es vorher zu planen, und dann wirklich das Ergebnis zu erzielen, was du dir erhofft hast. Natürlich kann die Analogfotografie auch frustrierend sein. Also ich habe das auch schon erlebt, dass ich einen Film komplett vollgeschossen habe und am Ende ist nichts bei rumgekommen. Die meisten Bilder waren überbelichtet, die Kamera hatte tatsächlich sogar einen Defekt, das heißt, dass ich immer so Lichtstreifen auf meinen Bildern hatte. Jetzt nicht so, dass es cool aussehen könnte, sondern es war wirklich komplett ausgebleicht, also es war einfach komplett überbelichtet. Die Bilder konnte ich alle überhaupt nicht verwenden, es hat sehr es hat mich sehr traurig gemacht, auch das so zu sehen, weil du gibst dir natürlich Mühe beim Fotografieren und freust dich am Ende auf das Resultat. Und wenn das Resultat nicht das ist, was du dir erhofft hast, dann ist man natürlich schon mal enttäuscht. Aber ich finde, aus solchen Fehlern lernt man auf jeden Fall. Man weiß, was man falsch gemacht hat. Und man sollte auf jeden Fall bei der Analogfotografie nicht den Spaß verlieren. Und ich finde es umso schöner zu sehen, wenn man einen Film zurückbekommt, sich die Fotos anschaut, alle nacheinander einmal wirklich anschaut und sieht, okay, krass, das sind richtig coole Bilder geworden, ich bin richtig zufrieden. Und das ist irgendwie nochmal so ein komplett anderes Gefühl, als wenn du halt, wie gesagt, mit der Digitalkamera knipst, 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 am Ende dir alles am Computer anguckst und ein Foto auswählst. So hast du vielleicht 36 Bilder, die dir gefallen oder, weiß ich nicht, sagen wir mal 20 Bilder, die dir gefallen und das macht dich am Ende auf jeden Fall stolz und du bist wirklich happy, wenn alles so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast. Das war's jetzt wieder mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch die Analogfotografie ein bisschen näher bringen und euch ermutigen, es auch einfach mal auszuprobieren. Es gibt sicherlich günstige Kameras, wenn man einfach mal bei eurem Fotofachhandel schaut, gibt es oft auch gebrauchte Sachen. Da einfach mal schauen, was man da so findet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Thank you.